sagt sie, eine Dreckscheiße, jetzt haben die hier die Stroß gemacht und wir haben die Arschkarte, gell? Super. Der neue Radweg führt direkt zwischen die Straßenbahnschienen. Dann heißt es, Nerven behalten. Ein paar hundert Meter fährt man vor den Autos, Bahnen oder Bussen her, die das natürlich auch nicht so toll finden. Und dann am Ende darf man die Schienen noch einmal queren. Bei den Seckenheimer Radlern kommt das nicht gut an. Der absolute Knaller. Es ist nicht richtig geplant. Sobald ich so dünne Reifen habe und muss so schmal über die Schiene fahren, fliege ich hin. Das, die älteren Leute fallen halt alle hin. Das ist richtig stressig. Straßenbahn von hinten, ein Auto hupt. Sie haben den Bordstein zu rechten, sie kriegen Wackeligen und sie legen sich auf die Schnauze. Hier in der Hauptstraße trennt sich die Spreu vom Weizen. Die Harten fahren zwischen den Schienen, der Rest nimmt den Bürgersteig. Das ist zwar verboten, aber weniger gefährlich als der neue Radweg. Auch wenn der allen Vorschriften entspricht. Wir müssen uns da auch absichern, ein Stück weit als Stadt. Deswegen haben wir es so gemacht, wie es im Grunde genommen möglich ist. Die einzige Alternative, die wir gehabt hätten, wäre ja zu sagen, Fahrradfahrer absteigen. Und dann ist jeder selber schuld, der quasi stürzt. Und das wollten wir eigentlich nicht. Auch im Sinne einer Fahrradfreundlichkeit nicht. Gut, dass der Fahrradfreund hier nicht täglich fahren muss. Anders als viele Seckenheimer. Am Ende sind sie natürlich trotzdem selber schuld, wenn sie stürzen. Und das passiert hier ziemlich oft. Ich kam hier aus der Freiburger, bin auf die Hauptstraße gefahren und bin zwischen die Schienen hier gekommen, weil hinten dran jemand gehupt hat und kam dann ins Straucheln, weil ich unsicher war. Und bin dann hingefallen und auf die Gegenfahrbahn und da kam ein Auto. Gott sei Dank hatte die Frau das gesehen, dass ich falle und hat gleich gehalten und hat mir geholfen. Viele Autofahrer merken gar nicht, dass das ein Fahrradweg sein soll. Und eigentlich darf man hier auch nur Tempo 30 fahren. Die Seckenheimer können nicht fassen, dass der Allgemeine Deutsche Fahrradclub an der Planung beteiligt war und diesen Radweg abgenickt hat. Erklärungsversuche. Zwischen Fußgängern und Parkstreifen und Straße, beziehungsweise genauer Fahrbahn, wo die Straßenbahn fährt, ist einfach nicht Platz für noch einen Radweg. Und deswegen müssen die Radfahrer irgendwo sehen, wo sie bleiben. So unangenehm das auch ist für den Einzelnen. Und daran ist nichts zu ändern. Wer es nicht bringt, soll doch schieben oder laufen oder sonst was. Mehr kann die Fahrradstadt Mannheim leider nicht für die Seckenheimer Radler tun.